Hallo, Dankeschön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die hier neu sind, mein Name ist Lara und heute werde ich euch zwei Hundefahrradkörbe vorstellen und ich werde die beiden vergleichen. Ich habe mir für den Herkules zwei Fahrradkörbe bestellt, habe mich dann letztendlich nur für einen von den beiden entschieden und ich werde euch im heutigen Video erklären, warum. Ich zeige euch die Montage von den beiden und dann werde ich darüber sprechen, wo ich die Vor- und Nachteile von den beiden Körben sehe und warum ich mich eben für den einen letztendlich entschieden habe. Dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe mir die Körbe selbst ausgesucht und habe mich eben für die zwei Modelle anhand von Rezensionen, die ich im Internet gefunden habe, entschieden. Und ich habe die beiden Körbe auch selbst bezahlt. Aber es gibt seit neuestem diese ganzen schlauen Gesetze bezüglich Werbung und Videoblogs. Das heißt, ich muss das leider hier als unbezahlte Werbung markieren. Ich weiß, dass es extrem nervt. Mich nervt das wahrscheinlich noch mehr als euch. Das könnt ihr mir glauben. Aber ich muss auch irgendwo meinen Arsch stecken. Jedenfalls die Körbe, die ich euch zeigen werde, sind folgende. Erstens habe ich hier von Trixie Friends on Tour. Und dann habe ich hier Doggy von Rixon & Cowell. Der ist mit seiner Click-Fix-Vorrichtung. Und wir werden uns die beiden jetzt im Detail anschauen. So sieht die Verpackung aus, in der der Trixie Fahrradkorb kommt. Es steht hier, dass der für Hunde bis zu 6 Kilo geeignet ist. Der kam zusammengeklappt und es gibt solche Seitenwände zum Verstärken. Also die zwei kann man rausnehmen. Da gibt es oben seine Reihe von Klettverschluss. Und den Boden kann man dann auch noch rausnehmen. Drinnen gibt es einen verstellbaren Gurt für den Karabiner. Das hier sind die zwei Gurte, mit denen man den Korb an der Lenkstange befestigt. Und da unten gibt es auch noch einen Platz, wo man diesen Abstandhalter hineinschiebt. Am Ende gibt es einen Reißverschluss. Man muss den Abstandhalter ganz ans Ende schieben und dann den Reißverschluss andrücken. Und hier gibt es auch einen Platz für zwei solche Bügel, die dann helfen, dass der Boden wirklich stabil bleibt. Die vordere Seite und die Hinterseite, die sind auch verstärkt. Vorne gibt es eine Tasche mit Klettverschluss und auf der linken Seite gibt es eben diese Netztasche, wo man eine Trinkflasche reingeben könnte. So wird der Fahrradkorb von Trixie angebracht. Also ich bin drauf gekommen, am einfachsten geht's, wenn man den Abstandhalter an die Stange unter den Lenkern irgendwie hält, so dass man weiß, wo die Mitte ist. Und dann schließe ich immer einen Gurt hier auf der linken Seite zuerst und dann eben auf der rechten Seite. Das war es eigentlich auch schon. Das geht recht schnell. Und wichtig ist eben, dass der Abstandhalter in der Mitte ist. Da unten ist der Abstandhalter und hier seht ihr die Gurte. Es geht sich genau aus, dass wenn ich mein Licht leicht nach oben richte, dass das Licht genau über den Korb steht. So sieht es von der Seite aus und so sieht es von vorn dann aus. Die Vorteile von dem Korb von Trixie. Erstens, ich finde es super, dass die Seiten alle verstärkt sind. Somit wirkt der Korb auch recht robust. Dadurch, dass der Korb quadratisch ist, hat der Hund wirklich auch reichlich Platz. Ich finde es wirklich toll, dass es hier vorne diese große Tasche gibt. Da geht sich einiges aus. Ich habe da meine Geldbörse reingebracht, Hausschlüssel, Lippenbalsam, eine klappbare Schüssel für den Herkules und eine Packung Taschentücher und mein Handy. Also das ist eigentlich alles, was ich sonst auch so mitschleppe. Und ich finde es super, dass es hier dieses Netz für eine Trinkflasche gibt. Das ist wirklich großartig. Wo ich die Nachteile sehe, ist zu einem die Befestigung. Also ich mag es nicht, dass der Korb eigentlich nur mit diesen zwei Gurten an der Lenkstange befestigt wird. Ich finde, die Naht hier ist nicht wirklich viel. Also ich hätte es besser gefunden, gäbe es hier einen längeren Stoff, also halt längeren Stück von dem Gurt, der mehrmals durchgenäht worden wäre. Das würde sich für mich stabiler irgendwie anfühlen. Und was ich auch nicht mag, ist, dass dieser Abstandhalter da unten nicht irgendwo fixiert wird. Dadurch ist mir schon einmal passiert, wenn ich das Fahrrad abgestellt habe und das Vorderrad zur Seite gedreht habe, dass der Abstandhalter zur Seite gerutscht ist. Und dann habe ich gemerkt, dass der Korb dann leicht schief zu einer Seite hängt. Er hängt nicht so schief, dass der Hund rausfallen würde, aber schief genug, dass ich schon ein bisschen Bauchweh bekomme. Und ich finde, dass beim Fahren der Korb ein bisschen zu stark links und rechts wackelt.
Was ich dann auch nicht mag, ist die Tatsache, dass wenn ich den Korb ans Fahrrad anbringe, kann den Korb einfach jeder leicht mitnehmen, wenn ich das Fahrrad einmal stehen lasse. Also wenn ich jetzt mit dem Herkules in den Prater fahren würde und würde das Fahrrad irgendwo abstellen, müsste ich den Korb mitschleppen, weil sonst, wenn ich das Fahrrad so eine Stunde stehen lasse, dann kann schon durchaus passieren, dass ich zurückkomme und der Korb wäre futsch. Und zum Mitnehmen ist der Korb jetzt nicht sonderlich praktisch, denn er hat nur diese zwei Henkel. Also ich fände es sinnvoller, wenn es hier noch zusätzlich einen langen Gurt gäbe, sodass man sich den Korb zumindest so quer umhängen könnte, so wie ein Messenger-Bag. Bevor man den Hund zum Radfahren mitnimmt, ist es wichtig, den Hund zuerst an den Korb in einer vertrauten Umgebung anzugewöhnen. Beim Reinsetzen in den Korb am Fahrrad ist es wichtig, das Rad und den Korb mit dem eigenen Körper zu stützen, damit das Rad nicht umfallen kann. Die Sicherheit des Hundes geht immer vor. Anfangs würde ich euch raten, das Rad einfach nur zu führen, damit der Hund langsam Vertrauen für den Korb und die Bewegung gewinnen kann. Leckerlis und Lob sind immer gut und beim Fahren ist es immer wichtig, Rücksicht auf den Hund zu nehmen, also keine scharfen Kurven und die Geschwindigkeit sollte noch ein sicheres Bremsen erlauben. Einfach immer an das Hündchen, seine Sicherheit und sein Wohlbefinden denken. Der Korb von Rixen Kaul kam in seine 0815 Schachtel, weil wir den beim Amazon bestellt haben, aber der Korb selbst war in diesen Stück Karton verpackt und hier sagt es, dass der Korb bis maximal 7 Kilo geeignet ist. Er kommt zusammengeklappt und es gibt hier drinnen solche Gurte, die man mit einem Klettverschluss schließt. Da werden solche Bügel hineingeschoben und dann bleibt der Korb so schön steif und oben hat er einen Metallrahmen. Der Boden ist recht fest, die Seiten sind sehr dünn. Ich wünschte mir, dass die Seiten etwas verstärkt werden, aber das ist halt nicht der Fall. Drinnen gibt es einen Gurt, also dass wenn der Hund ein Geschirr anhat, dass man den Hund da anhängen kann, damit er nicht rausfallen kann und es gibt einen Polster. Und dann gibt es hier auch noch solche Gurte, die werden hier vorne geschlossen, das schaut dann so aus. Das ist dann noch ein zusätzlicher Schutz für den Hund, dass er eben nicht einfach rausfallen kann. Und dann gab es eben noch so eine Abdeckung, die zeige ich euch dann noch einmal im Detail etwas später. Das hier ist die Rückseite und das ist für die Klickvorrichtung und das ist dann die Vorderseite. Hier gibt es eine Reißverschlusstasche und hinten gibt es auch noch zwei solche Netztaschen. Ich habe hier diese Klickfix-Vorrichtung. Da gibt es einen Knopf oben, den man drückt. Dann kann man eben den Korb, ob das jetzt ein Fahrradkorb für den Hund ist oder Einkaufskorb, dran tun. Und wenn man loslässt, dann ist der Korb befestigt und da oben gibt es auch ein Schloss. Diese Clickfix-Dinge gibt es mit und ohne Schloss. Wir haben uns für die Variante mit Schloss entschieden, weil ich eben manchmal das Fahrrad kurz stehen lasse und ich möchte einfach, dass der Korb dann nicht geklaut werden kann. Auf der Rückseite von dem Clickfix-Schloss gibt es hier solche kleine Löcher. Da gehört in jedes von diesen Loch sein sogenannter Nippel, so nennen die das tatsächlich auch. Da muss zuerst eine Schraube gelockert werden und dann habt ihr hier so ein Loch. Ich werde versuchen, die Kamera zu fokussieren. Und das Loch muss jetzt nach oben zeigen, also ich schiebe jetzt einmal den Nippel da hinein. Da kann man sich mit so einem Imbusschlüssel helfen. Und wenn man die Clickfix-Vorrichtung umdreht, muss man da durch diese zwei Löcher durchschauen können. Das ist ganz wichtig, weil da kommt sein Seildraht durch. Für die Rückseite gibt es solche Bügel, die kommen direkt an die Lenkstange. Es ist am besten, zuerst die Bügel drüber zu geben und dann hineinzustecken. Und das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Und hier hinein kommen jetzt einmal Schrauben hinein. Und somit werden die Bügel auch wirklich fix befestigt. Wichtig ist, dass das hier fest sitzt. Also da muss man wirklich gegen die Bügel drücken und dann wirklich fest zusammenschrauben, dass das wirklich nicht irgendwie so nach unten hängen kann. So, das fühlt sich jetzt stabil genug an und da kommt jetzt noch sein Drahtseil dazu. Und das Drahtseil wird hinten durch die Löcher, die ich euch vorher gezeigt habe, durchgezogen. Zuerst zieht man das Drahtseil unter diesen Teil und dann eben über die Lenker durch und unten sollten mindestens 2 cm rausstecken. Das
ihr seht, dass bei mir eigentlich wesentlich mehr raussteckt. Ich lasse es einfach so, das muss man nicht zuschneiden. Ich schaue, dass es wirklich fest ist und dann schließe ich es hier mit dem Imbusschlüssel. Und somit ist auch das Teil einmal fertig. Also ich muss hier auf dem Knopf drücken, somit öffnet sich das hier unten und dort kommt eben dieser untere Teil von dem Metallrahmen. Und so sieht der Korb aus. Es bewegt sich so ein bisschen nach oben und nach unten, aber es kommt immer irgendwann zu einem Punkt, wo es nicht weiter nach unten hängen kann. Ich nehme an, das ist wegen dem Seil. Vielleicht kann ich das noch fester zuschrauben. Ich gebe jetzt einmal ein paar Gewichte rein, bevor ich den Herkules reingebe und fahre eine Runde und schaue mal, ob das stabil genug ist. Der Herkules wiegt 3 Kilo, also ich gebe einmal 4 Kilo rein. Und fühlt sich schon einmal gut an. Und sitzt auch fest, also der Korb bewegt sich nicht mehr nach unten. Man kann ihn einfach ein bisschen nach oben schieben, aber hier ist er wirklich auch in der geraden Position und da bleibt er auch. Der größte Vorteil für mich von diesem Korb ist, dass der Korb oben eben diesen Metallrahmen hat. Und ich habe gemerkt, beim Fahren wackelt da gar nichts. Weder links noch rechts, noch nach oben noch nach unten. Der sitzt wirklich bombenfest und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann beschlossen habe zu behalten. Ich finde auch super, dass es da einen Schlüssel dazu gibt. Das heißt, ich kann das Ding einfach einmal stehen lassen, wenn ich mit dem Herkules spazieren fahre, dann kann ich das Fahrrad abstellen. Ich meine, rein theoretisch könnte jemand die ganze Clickfix-Vorrichtung abmontieren und dann wäre das auch futsch. Aber ja, das muss man dann irgendwo auch in Kauf nehmen, aber ich habe einfach keinen Bock, dieses Ding dann mitzuschleppen. Und ja, hoffen wir mal das Beste. Ich finde schade, dass es hier nicht so ein Netz für eine Trinkflasche gibt, aber es hat hier eine Reißverschlusstasche. Und hier gibt es auch so 2 Netze auf der Seite, also irgendwas kann man da bestimmt schon reintun. Und ich meine, wenn ich spazieren fahre, nehme ich sowieso einen Rucksack mit, weil ich würde ja nicht mein Zeug am Fahrrad stehen lassen. Also das ist dann nicht so ein wichtiger Punkt. Zu den Vorteilen gehören für mich auf alle Fälle diese Gurte, die da zusätzlich noch über den Hund geschnallt werden. Somit habe ich schon einmal das Gefühl, dass es etwas sicherer ist, dass er ja nicht rausfallen kann, denn sowas hatte ich ja bei dem Trixie-Korb nicht. Und ich finde auch diese Abdeckung ganz gut, also da kann man diese Folie abnehmen. Das wird jetzt kurz laut, weil da sind Klettverschlüsse. Das heißt, man könnte theoretisch das da einfach drüber tun und auf der Seite, wenn man den Reißverschluss öffnet, gibt es da auch noch so einen zusätzlichen Schutz, den man dann seitlich anknüpfen könnte. Das heißt, würde ich das jetzt so über den Korb drüber tun und hätte vorne die, also halt oben diese Plastikfolie und das hier auch noch einmal seitlich angeknüpft, dann hätte ich den Vorteil, wenn es regnet, dass mein Hund nicht nass wird. Also das finde ich ist wirklich eine super Sache. Es ist eine tolle Option. Wie gesagt, ich werde nicht fahren, wenn es regnet, aber sollte so ein Wetter sein, wo man nie weiß, okay, wird es jetzt regnen oder nicht, wir gehen trotzdem spazieren, ist es bestimmt eine gute Sache zu haben, so eine Nice-to-have-Sache. Aber wie gesagt, für mich war am wichtigsten, dass der Korb am Fahrrad nicht wackelt, dass der wirklich fest sitzt und dass ich ihn irgendwie abschließen kann. Und das erfüllt dieser Korb und deshalb habe ich auch beschlossen, dass ich den hier behalte. Der ist natürlich um einiges teurer, allein die Anschaffungskosten von dem Korb sind teurer und dann kommt auch noch die Clickfix-Vorrichtung, aber mir ist die Sicherheit vom Herkules wichtiger als der Preisunterschied und deshalb habe ich beschlossen, diesen Doggy zu behalten. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, dass das Video für euch interessant oder nützlich war. Falls es denn so war, würde mich natürlich wie immer ein Däumchen hoch freuen, denn damit unterstützt ihr meinen Kanal sehr. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wie immer habe ich euch unten meine ganzen Instagram-Accounts verlinkt. Ich habe euch unten meinen veganen Lifestyle-Channel verlinkt und meinen DIY-Channel. Und ich verlinke unten irgendwelche Playlists oder Videos, die mir so einfallen, wo ich mir denke, das könnte für euch interessant sein. Also, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!